Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video auf meinem Kanal. Heute gibt es das zweite Training von meinem neuen Trainingsplan, eine Full-Body-Einheit. Zusätzlich gebe ich euch ein Mental-Update nach der Wettkampf-Date. Wie verhält sich meine Essstörung? Wie gehe ich mit dem Thema Hate und Hater um? Und zusätzlich habe ich Stimmungsschwankungen. Sehr, sehr viel passiert momentan zur Zeit. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim YouTube-Video. Lasst mir schon mal ein Like und ein Abo da. Und ich würde sagen, wir starten direkt rein mit dem ersten Tagespunkt. Und zwar, it's Porridge Time. Fertiges Porridge steht schon hier auf dem Tisch. Natürlich in meiner Masse Bowl von Pralus Gedanus angerichtet. 1700 Kalorien. Ein absoluter Traum. Und dazu sage ich euch, Leute, gibt es auf jeden Fall hier meine Subs. Die stelle ich immer bereit. Hier einmal Omega 3 once a day, mixe ich hier mal alles zusammen. Und zusätzlich dazu gönne ich mir natürlich richtig schön YouTube. Urs ballert gerade richtig viel Content raus. Aber ich muss sagen, fürs heutige Training fühle ich irgendwie ein CBAM-Video. Dementsprechend gehen wir rein in die Olga. Ich genieße meinen Porridge und wir sehen uns gleich wieder, wenn ich gegessen habe. October was very, very close right till the end. But at the end of the day, it was the mustache that brought it in. Leute, ihr seht, Porridge wurde erfolgreich zerlegt. War wie immer vorzüglich. Jetzt geht's ab ins Gym und ich zeig mal, was ich alles immer so mit ins Fitnessstudio gehe. Das ist nämlich bei mir eine ganz schöne Menge. Ich habe hier so eine kleine Ecke, da kommt immer mein ganzes Gymsach hin, beziehungsweise da liegt mein ganzes Gymsach. Und da mache ich das immer so, dass ich auf meinen Trainingsplan schaue, alles klar, T-Bar Rows, und dann weiß ich, was ich rauszuholen habe. Also für T-Bar Rows brauchen wir einmal ein Gürtel. Heute haben wir auf jeden Fall auch noch Hüftheben am Start, da brauchen wir das Hüfthebepolster. Dann meine Spezialgriffe, die kommen natürlich auch mit. Die habe ich hier gelagert, nicht, dass mir im Fitnessstudio irgendjemand klaut oder so. You never know. Dann auf jeden Fall diesen Griff. Warum, weshalb, wieso, werdet ihr sehen. Dann, was brauchen wir noch? Der Rest liegt, glaube ich, so weit unten von den anderen Trainings. Ah, Leute, ganz wichtig, Zughilfen. Liquid Shark habe ich unten noch. Und die Bänder und den ganzen anderen Rest liegt alles unten. Ah, hier. Die Straps brauche ich, glaube ich, auch noch. Die Bänder hier, damit ich gleich richtig schön eine Maschine modifizieren kann. Da nehme ich immer 3 Stück mit, falls mir eins abreißt. Yes, und dann war es das soweit. Was auch noch mitkommt, ist hier Kameratasche, Objektivdeckel. Und Leute, übrigens habe ich hier meine ganzen Pokale von der letzten Season aufgestellt. Platz Nummer 3 bei den Worlds, Platz Nummer 4 bei der WNBF. Hier, Leute, der Pokalus Gedanus, Platz Nummer 1 bei der GmbF. Da bin ich Profi geworden. Und natürlich hier die Medaille von der IBO. Was mit der geilste Wettkampf war, muss ich sagen, die Evo Classic war echt der geilste Wettkampf. Und der zweitgeilste Wettkampf war die GmbF. Und der drittgeilste Wettkampf, beziehungsweise der geilste Profi-Wettkampf, war auf jeden Fall die Natural Mist Olympia. Hier habe ich den 5. Platz bei den Profis gemacht und bin absolut stolz und zufrieden. Aber Leute, der nächste Angriff ist wie gesagt schon geplant. Jetzt mache ich mich weiterhin fertig fürs Gym und dann geht es gleich ab. Ich bin hyped, heute richtig durchzudrehen. So sieht mein ganzer Gym-Stuff dann auch aus. Wie gesagt, hier noch Liquid Shark am Start. Die restlichen Sachen, die noch unten lagen. Stativ, Handyhalterung und es kommt dann alles hier in den Rucksack rein. Zusätzlich habe ich mir noch meine Subs angemixt. Und zwar einmal richtig schöne Rice Cream, die ich nach dem Training esse. Dann auf jeden Fall Noe Clear, das ich Intra-Workout trinke. Dann auf jeden Fall 55 Gramm Gold Pump. Und als Pre-Workout gibt es bei mir heute ein Monster Ultra Violet. Mega, mega nice. Spielt bei mir ganz, ganz oben mit. Jetzt geht's ab ins Gym und wir sehen uns auf jeden Fall gleich im Auto. So Leute, angekommen im WeShare. Momentan mache ich es immer so, dass ich nicht mehr mit dem Scooter ins Gym fahre, sondern mir einen WeShare hole und dann mit der Bahn zurückfahre. Einfach um hier richtig schön Musik zu ballern, den Booster zu trinken und außerdem ist es extrem kalt, minus 2,5 Grad. Ballert schon sehr, sehr mies rein, dementsprechend entspannt im Auto ins Gym fahren. Vor dem Gym möchte ich noch kurz über das Thema Hate und über das Thema Essstörung jetzt in der Wettkampfdiät ansprechen. Wir fangen an mit dem Thema Hate. Und zwar häufig sehe ich zurzeit unter meinen YouTube-Videos auch sehr, sehr viele private Nachrichten, dass mir Leute schreiben, ja, du hast nicht die Genetik, schlechte Brust und. Also nach der Wettkampfdiät hat es so ein bisschen gedreht. Von alle waren so hyped, haben gesagt, ich rasiere, niemand kann mich schlagen. Und dann wurden anscheinend ein paar Leute enttäuscht. Und auf einmal dreht so ein bisschen das ganze Ding um. Und jetzt kommen sehr, sehr viele Leute aus ihren Löchern und sagen, ja, gar keine Genetik fürs Bodybuilding, deine Brust ist so schlecht. Und davor haben sie wahrscheinlich unter den Kommentaren geschrieben, Stoff und so. Also das ganze Thema Hate und so nimmt momentan stark zu. Ich muss auch sagen, zum Wettkampf hin ist natürlich auf Social Media immer ein richtig krasser Hype. Da bekommt man einen richtigen Aufschwung. Und jetzt nach der Wettkampf-Date, wo es wieder in den Aufbau geht, dann scheinen die Leute sich nicht mehr für einen so zu interessieren, weil man halt nicht mehr so krass aussieht, sondern die Form wieder relativ normal und schlecht wird. Aber das ist auf jeden Fall ein Zyklus, der dazugehört. Und ich muss sagen, mich persönlich nimmt das teilweise schon mit, wenn ich sehe, okay,
vor der Wettkampfdiät hatte ich so und so viele Views, so viele Story-Views, die YouTube-Videos sind so und so angekommen. Da habe ich teilweise, egal was ich gemacht habe, egal was ich angefasst habe, ich habe extrem viele Likes auf alles bekommen, weil eben der Wettkampf-Hype da war. Der hat jetzt mittlerweile schon gut abgenommen und ist alles ein bisschen weniger geworden. Ist natürlich alles trotzdem noch gut am Start und ich danke euch auf jeden Fall dafür. Aber es macht einen selber schon so ein bisschen mental fertig, muss ich sagen, wenn man sieht, okay, ich komme jetzt wieder aus dem Wettkampf raus, werd langsam wieder gesund, hab noch mehr Bock und noch mehr Kapazitäten allgemein zu pushen, weil ich mich halt nicht mehr so räudig fühle, will Vollgas reinhämmern und auf einmal geht alles abwärts, komplett abwärts. So ein bisschen Brainfuck, wie man sagt, den ich momentan so ein bisschen durchmache, ist jetzt nicht allzu schlimm. Da habe ich andere Probleme auf jeden Fall noch, kommen wir noch später drauf zu sprechen zum Thema Stimmungsschwankungen. Aber das ist momentan so ein Punkt, der mich belastet. Punkt Nummer 2, Essstörung. Und zwar, wenn ich jetzt auf die Uhr schaue, sind es schon so 3 Wochen, in denen ich in der Offseason bin. Aber mein Food-Fokus und der Hunger und der Trigger zum Essen hat eigentlich noch absolut gar nicht abgenommen. Also das noch alles beim Alten. Ich habe richtig Bock zu fressen. Gestern mit Leonie war ich auch in der Badewanne, hat mein kleines Quarki aufgegessen. Und danach habe ich mir gedacht, boah, jetzt noch so 5 Donuts oder so, wäre schon echt geil. Also es wird, glaube ich, noch ein bisschen dauern, bis ich da aus dieser Prep-Phase raus bin. Klar, weil das Körpergewicht jetzt auch so langsam nach oben geht, relativ langsam. Ihr wisst ja, mein Plan habe ich ja im letzten YouTube-Video euch erzählt, wie der Plan ist, jetzt wieder einzusteigen. Weil ich das Körpergewicht jetzt halt eben langsam anziehe und nicht so schnell nach oben schnellen lasse, bleibt es mit dem Hunger relativ lange. Aber ich finde es auch gut, denn so bleibe ich heiß, so habe ich Bock aufs Essen und ich glaube, nichts ist ekelhafter, wie wenn man fressen muss ohne Ende und absolut nicht mehr essen will. Und da werde ich auf jeden Fall auch noch hinkommen im Aufbau. Ich werde das auf jeden Fall live hier auf YouTube, auf Instagram und auf TikTok verfolgen. Ich würde sagen, genug geschnackt. Eine Sache, die mir auch noch aufgefallen ist: Auswärtsessen schön und gut, aber Auswärtsessen befriedigt mich viel, viel weniger, wie wenn ich zu Hause schön mit Leonie im Bett sitze, mein maximal volumenreiches Meal mit schönen Soßen, mit allem drin, was abgetrackt ist, ein Süßgetränk und dann einfach schön mit Leonie eine Serie schaue. Das befriedigt mich viel, viel mehr, wie wenn ich mit Leonie in ein Restaurant gehe, richtig schön Sushi und so. Das ist schon alles schön und gut, aber daraus ziehe ich viel weniger Befriedigung. Und genau aus dem Punkt habe ich auch die letzten paar Tage eine richtig krasse Downphase durchgemacht, wo es mir wieder richtig schlecht ging. Dazu aber auf jeden Fall später zum Thema Stimmungsschwankungen. Jetzt nichts mit Stimmungsschwankungen, jetzt gibt es hier erstmal schöne Münsterli ins Gesicht, habe ich euch gerade schon gezeigt. Schön Musik auf die Ohren und dann sehen wir uns gleich im Gym. Heute wird auf jeden Fall ein gutes Training. Der Tag hat schon mal gut angefangen, Zeit ein paar PRs zu hitten. Wir sehen uns im Gym, viel Spaß beim Voiceover, let's go. Angekommen im Gym ging es dann auch direkt los mit der ersten Übung und zwar T-Bar Rows. Und zwar 2 Sätze schwer, 7 bis 11 Wiederholungen und einen Satz noch zum Ausbrennen mit 14 bis 20 Wiederholungen. Das hier ist der schwere Satz mit 100 Kilo. Hier habe ich 10 Wiederholungen gemacht. Ich muss sagen, T-Bar Rows, eine richtig gute Übung, kann man eigentlich schon so als Grundübung mehr oder weniger reinzählen. Denn ihr habt einen richtig schweren Load und könnt damit richtig gut den Rücken, die Rückenstrecke und vor allem auch eben den Latissimus überladen. Und das ist bei uns hier richtig schön das Ziel. Ich versuche sehr kontrolliert unten eine Pause einzuhalten, um komplett in der Übung keinen Schwung mitzunehmen. Und dann so eng wie es geht die Ellenbogen rein an den Körper zu ziehen, um perfekt den Lat zu treffen. Um perfekt den Lat zu treffen, habe ich auch hier gleich die nächsten Übungen im Anschluss am Start. Und zwar Lat Pulldowns. Unilateral hier, natürlich mit meinen persönlichen Griffen modifiziert. Könnt ihr auch selber im Gym mit ganz normalen Griffen machen. Und wenn es gar nicht anders geht, dann würde ich hier im Untergriff ziehen und darauf achten, den Ellenbogen so nahe wie möglich zur Hüfte zu ziehen. Dadurch, dass ich nicht mittig in der Maschine sitze, sondern mich schräg zur Seite raussetze, erreiche ich den Effekt, dass der Lat sich richtig schön um den Brustkorb legt und dadurch halt eben noch viel besser gestretched wird und ich so sehr, sehr gut einen sogenannten Pull-Around um den Brustkorb erzeugt und somit halt eben richtig krassen Stretch auf den Lat bekommen und die Übung, die fetzt richtig heftig rein. Ich habe hier auf jeden Fall kein PR rausgehauen, denn in den ersten 2 Übungen war ich deutlich schwächer wie im letzten Training. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich denke mal, ich befinde mich noch nicht so hundertprozentig back zurück in der Gesundheit. Plus, ich glaube, ich bin auch noch nicht so im Kaloriendefizit. Also ich denke auf jeden Fall mal, die Kalorien werden die kommenden Tage weiter nach oben geschraubt. Aber hier seht ihr die letzte Wiederholung. Die ist auf jeden Fall auch sehr, sehr kontrolliert gewesen. Und da hat es mich ordentlich zerlegt. Dann ging es weiter zur nächsten Übung. Und zwar High Rows breit für den Teres Mayo, Teres Mino, für die Rhomboiden und natürlich auch für den Trapez. Hier habe ich dann den ersten PR rausgefetzt. Das war ein ganz, ganz kleiner PR. Das habe ich einfach nur in einem Satz eine Wiederholung mehr gemacht. Aber das Feeling war hier trotzdem sehr, sehr gut am Start. Ich benutze hier nach wie vor Zughilfen, um einfach mich komplett auf den Rücken zu fokussieren.
Bei breiten Ruderübungen würde ich immer darauf achten, dass sich die Schulterblätter so weit wie es nur geht öffnen, denn so trefft ihr auch richtig gut die Rückenmitte bzw. die Rückendichte, also Teres Major bzw. Rhomboiden und natürlich auch den Trapez, ja, den Teres Major, Teres Minor. Das sind die breiten Rückenmuskeln, die halt eben oben in eurer Achsel sitzen. Den trefft ihr natürlich dann eben auch mit bei dieser Rudervariante. Dann war es eigentlich schon durch mit dem Rücken. Dann ging es auf jeden Fall weiter mit dem Bizeps. Und zwar eine Bizepsübung, Spider Curls, habe ich bei CBAM in sehr, sehr vielen Videos gesehen. Und habe ich mir gedacht, okay, schreibe ich Lukas mal auf als Fun-Übung. Und die ist auf jeden Fall reingekommen. Und ich sag's euch, den meisten Widerstand habt ihr hier, wenn der Oberarm und Unterarm sich in einem rechten Winkel befinden. Also jetzt genau jetzt, wo ich gerade ans Versagen gekommen bin, werdet ihr gleich auch noch in der nächsten Wiederholung sehen. Genau hier. Das ist der meiste Widerstand. Dementsprechend überladet ihr hier mehr oder weniger die mittlere Position. Und natürlich habt ihr auch eine richtig krasse Peak Contraction. Also ihr spannt auch richtig heftig den Bizeps an. Das ist eine richtig gute Bizepsübung, die ordentlich reinfetzt. 3 Sätze gemacht. Im ersten Satz einfach 6 Wiederholungen mehr rausgehauen. Also ich weiß gar nicht, woher da die Kraft kam. War dann der 2. PA. Dann ging es auf jeden Fall weiter mit der Rückseite. Und zwar mit dem Glut und dem Hamstring. Und zwar mit Hip Thrusts. 2 schwere Sätze mit 260 Kilo. Erster Satz 10 Wiederholungen, zweiter Satz 9 Wiederholungen. Wieder schwächer geworden. Ich sag's euch, Leute, das Training war ein Auf und Ab. Und dann im dritten Satz mache ich immer nochmal ein Back-Off-Set. Also nehme das Gewicht dann runter von 260 runter auf 220 und mache dann 11 bis 14 Wiederholungen. Da habe ich heute 12 Wiederholungen geschafft. Und ich sag's euch eins, 3 Sätze, 3 Minuten Pause. Kurz und intensiv die Negative kontrolliert und natürlich oben die Peak Contraction, also kurz die Pause, die Kontraktion oben gehalten. Zerlegt euch komplett den Glut, dann ging es auf jeden Fall weiter mit der Glute Ham Raise. Hier Hamstring fokussiert, also für die Beinrückseite. Sehr, sehr gute Übung, die aber zu 99% falsch ausgeführt wird. Schaut euch an, wie ich die ganze Sache mache. Ich versuche meine Hüfte, so gut es geht, nicht zu bewegen. Denn der Hamstring ist natürlich ein Muskel, der über 2 Gelenke läuft. Übers Kniegelenk und übers Hüftgelenk. Bedeutet, ein Gelenk sollte immer sich nahe der Endstellung befinden, um halt eben über das andere Gelenk dann einen sinnvollen Stimulus zu erreichen. Nennt man passive Insuffizienz. Und da habe ich hier auf jeden Fall die Hüfte, so gut es geht, ausgelockt gehalten und dann einfach nur quasi einen Beincurl ausgeführt. Und ich sag's euch, richtig heftige Übung, die auch ordentlich Spannung hier in die Dehnung drauf bringt. Dann habe ich mir 10 Kilo vor die Brust gehalten und jetzt bin ich immer bis zum Muskelversagen gegangen, also immer 20 bis 10 Wiederholungen. Dann ging es natürlich noch weiter mit dem Hip-Adduktor und zwar 4 Sätze waren dort am Start. Ihr seht hier, ich habe hier meinen Schraubendreher wieder am Start. Den habe ich in den Gewichtsstack reingesteckt. Ich benutze es momentan so als Gympin, was eigentlich ganz gut funktioniert. Ich hatte mal einen Gympin, aber der ist kaputt gegangen, weil er halt eben fehlkonstruiert war. Aber dazu in einem anderen Video mehr. Oder wenn ihr da irgendwas wissen wollt, dann schreibt mir gerne auf Instagram. Jetzt, ich habe hier einfach noch eine 20er reingehangen, war dann bei 155 Kilo. Und dann habe ich hier so kontrolliert, wie es geht, versucht, meine Adduktoren wegzufetzen und habe hier auch einen fetten PR rausgehauen. Also fast in jedem Satz war ich nochmal ordentlich stärker. Ich weiß nicht, Adduktoren ist so eine Muskelgruppe, da haue ich immer PRs raus, da werde ich konstant stärker und stärker und stärker. Die Übung, muss ich sagen, habe ich auch jahrelang nicht gemacht, also die mache ich jetzt gerade mal seit 2 Jahren. Davor, die anderen 6 Trainingsjahre, habe ich die so gut wie nie gemacht, dementsprechend vielleicht liegt es daran, dass ich mich immer noch steigere. Dann kommen wir auch zur letzten Übung, und zwar Bauch, der wird nicht geskippt. Ich sage es euch, todesekelhaft, und zwar Leg Raise. Hier mache ich am Anfang Toes to Bar, also versuche meine Füße oben mit meinen Füßen oben die Stange zu berühren und dann, wenn absolut gar nichts mehr geht und ich mich wie ein toter Sack fühlt, werdet ihr gleich sehen, mache ich einfach nur noch Leg Raises, also heb meine Beine an und das war's mit dem Training. Ich habe 3 Stunden und 27 Minuten gebraucht, war sehr, sehr intensiv, sehr, sehr lang und ich muss auf jeden Fall noch arbeiten, dass ich in der kompletten Einheit viel schneller trainiere, aber Pull Full Body, also die komplette Rückseite, bedarf halt eben auch sehr, sehr viel Aufwärmen zwischen den ganzen Übungen. Wenn man jetzt vom Rücken in Bizeps dann in die Beinrückseite reingeht, braucht man sehr, sehr lange zum Aufwärmen. Yes, das war's soweit vom Training. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch viel Spaß beim weiteren Vlog. Habt einen schönen Tag. Let's go. Den Schluss kann ich rauscutten. Das war's mit dem Voice-Over. So Leute, back vom Gym. Die Einheit war so okay. Ja, sag mal so, die ersten 2 Übungen waren schon räudig. Aber dann ging's los. Ich habe 3 PRs rausgehauen, bin allen relativ zufrieden mit dem Training. Jetzt habe ich schon gekocht. Leonie war unterwegs den kompletten Tag, hat einen richtig nicen
richtig nices Business-Meeting. Könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein, was nächstes Jahr. Nächstes Jahr kommen sehr, sehr viele Projekte. Nächstes Jahr wird sehr viel passieren. Nächstes Jahr wird einfach geil, Leute. So, apropos geil, schaut euch mal mein absolut geiles Essen an. Ein absoluter Traum. Rindfleisch, Ei, sehr, sehr viel Gemüse, 220 Gramm Reis, hier oben noch ein bisschen Feldsalat. Weggeholzt, dann habe ich natürlich als guter Freund für Leonie auch noch gekocht. Das hier ist übrigens unser Riegelberg. Das ist ganz wichtig, werde ich euch gleich dazu was erzählen. Hier für Leonie auch noch schön gekocht. Es dampft sogar. It's a dream. Dazu gibt es Subs. Strong ist momentan ausverkauft und bei uns zu Hause leer. Dementsprechend haben wir hier die alte Formel noch am Start. Dann Süßgetränk, Pink Essentials. Und jetzt soll es noch um das Thema gehen, was ich vorhin mit euch besprechen wollte, und zwar Thema Stimmungsschwankungen. Da kommt die Leonie am besten mal her. Ihr wisst ja, mein Testosteronwert, der ist absolut RIP und ich glaube, so langsam kommt der wieder an den Start. Und ja, momentan habe ich so 3-4 Tage ein High, mir geht's gut, und da habe ich in 3-4 Tage so ein Low, Stimmungsschwankungen mäßig. Teilweise bin ich auch, was ich angepisst. Das ist gefühlt so schlimmer als in der Wettkampf-Diät. Ja, das ist halt, wie gesagt, weil die Hormone wieder zurückkommen, das Testosteron fährt langsam nach oben und also ich fühle mich manchmal echt gut, echt geil. Ich denke mir so, boah, das Leben ist so schön, und manchmal bin ich einfach nur abgefuckt. Von allem, wenn Leonie ein Wort sagt, denke ich mir so, lass mich doch nur alleine. Also die Stimmungsschwankungen sind momentan auch real, also ihr seht mal, was so eine Wettkampf-Diät im Nachgang alles mit sich bringt. Ich hoffe, das wird sich auf jeden Fall bald regeln, aber schon mal ein gutes Zeichen, dass ich Stimmungsschwankungen habe. Dann weiß ich, okay, der Testo-Wert, der zieht so langsam an, Leute. Und ja, ich werde mich auf jeden Fall so langsam der Besserung nähern. Ja, Thema Off-Season, ich glaube, da bin ich noch nicht wirklich angekommen, denn heute im Training habe ich schon gemerkt, bei der einen oder anderen Übung war ich sogar schwächer. Ja, das kann ich auf jeden Fall nicht bestätigen, dass ich da in der Off-Season bin. Jetzt gibt es auf jeden Fall noch einen ganz wichtigen Punkt, und zwar habt ihr ja gerade hier die ganzen Riegel gesehen, und zwar Leonie, komm mal mit, begleite uns in unser fettes Rockerlager. Das habe ich noch gar nicht so öffentlich gezeigt, glaube ich. So sieht unser fettes Rockerlager aus. Sie haben hier sehr, sehr viele Produkte am Start, hier Black Friday Edition. Ja, apropos Produkte, hier sind auch richtig viele Riegel am Start, und zwar am Samstag startet eine richtig fette Riegelaktion, 20% auf alle Riegel. Wir haben begrenzt verfügbar den Butter Cookie am Start, den ihr richtig heftig feiert, und hier den Crispy Nougat, wir haben ihn sogar noch ein bisschen mehr am Start. Begrenzt verfügbar, also extrem schnell sein, denn der wird in der Aktion noch ausverkauft gehen. Die Aktion läuft bis Dienstag, 20% auf alle No Way Bars plus Code Kai, nochmal 10%, Leute. Außerdem mache ich jeden Freitag ein Gewinnspiel auf Instagram. Dort werde ich Sachen verlosen. Wer weiß, was diese Woche dran ist. Vielleicht ein paar Riegel am Start. Nein, die sind meine. Ja, ist die doch gar nicht. Bist du auf Diät? Was? Ich esse die trotzdem. Ja, Schlägerei. Heute habe ich einen gegessen. Schlägerei raus. Ja, dann könnte ich auf jeden Fall hier. Das ist ja meine Packung. Die kann ich verlosen. Mit der kann ich machen, was ich will. Eventuell schaut einfach mal auf Instagram vorbei. Jeden Freitag gibt es dort ein Gewinnspiel. Und da könnt ihr auf jeden Fall mitmachen. Ganz easy. Teilnehmerbedingungen findet ihr immer in der Story. Jetzt, Leute, das war's mit dem YouTube-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir ein Like und ein Abo da. Schreibt auf jeden Fall rein, was ihr als nächstes sehen möchtet. Ich verabschiede mich hier aus der Supplement-Kammer, Leute. Bis zum nächsten YouTube-Video. Euer flacher und stimmungsschwankungsbehafteter Pralus geht an. Bis zum nächsten YouTube-Video. Ich bin raus. Ciao.